grüß euch. Das letzte Mal habe ich erzählt, wie man auf natürlichem Wege den Blutdruck senken kann. Jetzt kennt ihr schon viele Maßnahmen und eine zeige ich euch heute noch. Und zwar ist das eine richtige Medizin, die ich da herstelle. Ganz leicht zu machen aus Knoblauch, Ingwer und Zitronen. Und dazu braucht ihr einen Mixer oder einen Mixstab. Das war halt praktisch. Wenn ihr das nicht besitzt, dann müsst ihr halt alles, also die Knoblauchzehen pressen und den Ingwer und die Zitronen aufreiben. Also da ist ganz wichtig bei den Zitronen, dass die Schalen dabei ist und dann halt den Saft rauspressen. Aber ich habe praktischerweise einen Mixer. Dann braucht es noch zwei oder circa im Volumen von 1,5 Liter Flaschen oder zwei Flaschen, Wasser und ein Sieb. Die Zitronen werden in Scheiben geschnitten. Ich schneide da jetzt einmal den Rundweg. Einfach klein aufschneiden oder grob eigentlich, dass der Mixer sich ein bisschen leichter tut. Dann die Knoblauchzehen, schneide ich einmal so auseinander. Und vom Ingwer nehme ich ein Stückchen runter. Bitte, ganz wichtig ist, dass ihr das alles vorher ganz gut wascht. Auch wenn natürlich alles bio ist, waschen gehört es trotzdem. Ja, und jetzt habe ich das einfach alles da rein. Ich gebe jetzt schon ein bisschen Wasser rein, macht jetzt leichter. So. Und dahin geht's. So, wunderbar sämig das Ganze. Das wird jetzt in einen Topf eingeleert. Es riecht ein bisschen eigenartig, also die Zitrone, Knoblauch und Ingwer. Aber der Knoblauch ist gar nicht so vorherrschend, es ist eher die Zitrone, muss ich sagen. Und das wird jetzt einfach einmal zum Kochen gebracht. Es kocht und schäumt. Jetzt wird es da durch eine gesäit. Zwischendurch muss man diesen Brei da nochmal raus tun, aber vorher gut auspressen. So, und jetzt wird es in die ganz sauberen Flaschen abgefüllt. So, jetzt macht man das gleich zu, so wie wenn man Marmelade oder Saft kocht. Lasst es auch heraus und auskühlen und dann stellt man es in den Kühlschrank. Da ist es dann eine Zeit lang haltbar. Aber sobald ihr eins aufgemacht habt, müsst ihr es natürlich innerhalb von zwei Wochen oder so ausbrauchen. Am besten, wenn ihr zweimal am Tag es nehmt, so ein Stamperle, direkt oder nicht direkt, so circa eine Stunde vor dem Essen am besten. Vorher immer schütteln, weil es kann sein, dass es ein bisschen absetzt. Und dann werden eure Gefäße gut durchgeputzt. Super für die Herzgesundheit eben. Blutdruck wird gesenkt und insgesamt ist das ein richtiger Immunbooster. Also auch wenn man keinen hohen Blutdruck hat, kann man da mal eine Kur machen, jetzt im Frühling oder auch im Winter, um das Immunsystem ein bisschen in Schwung zu bringen. Und noch einen guten Tipp habe ich bezüglich Blutdruck und auch Immunsystem, Heilfasten. Es ist einfach mein Steckenpferd. Ich mag das gern, einmal, zweimal im Jahr machen ich und mein Mann das und es haltet uns fit und es ist auch erwiesenermaßen gut für den Blutdruck. Und wenn es euch interessiert, wenn ihr so eine Kur einmal machen wollt, ich biete da Online-Fasten an. Ich gebe den Link in die Videobeschreibung, schaut euch das an, vielleicht macht ihr mit. Gut, ich hoffe, die Medizin tut euch gut. Was heißt, ich hoffe, ich weiß es, dass euch die gut tun wird. Macht es, ihr seht, wie einfach es ist, probiert einmal eine Kur von 6 bis 8 Wochen damit und dann tut es einmal Blutdruck messen. Und die anderen Maßnahmen von letzter Woche nicht vergessen, vom ersten Teil. Okay. Dann, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und seid das nächste Mal auch wieder dabei. Für dich!